hab den Weitblick eines weißen Adlers. Seht, das Ende kommt rasend näher wie Geisterfahrer. Ich seh die Zeichen klarer, auch wenn die meisten es leugnen. Man muss nur in der Lage sein, die Zeichen zu deuten. Wie wenn Symbologen zum Psychologen gehen oder sich, nachdem sie die Bücher Moses lesen, Überdosen geben. Ich lese in verbotenen Texten von der Rückkehr der Maya-Götter und sehe in mongolischen Steppen gigantische Kraterlöcher. In Bergen des argentinischen Nordens verschwinden Menschen in verborgenen Innengängen und Pforten von Inka-Tempeln. Mordende Ninja-Kämpfer ziehen meuchelnd umher im Auftrag zorniger Hintermänner. Männer eines Ordens von Ming-Anhängern. Schon schlucken Physiker in Klapsen Cyan-Kali-Kapseln. Die Regierung tut es ab als surrealen Schwachsinn. Im Südirak verschwanden Nuklearwissenschaftler, aber über sowas schweige die Nachrichtenmacher. Doch ich begreif die Symbole, die schleichenden Omen, das Zeichen der Rose, das Auge in der 1-Dollar-Note. Sie sind einfach überall, so wie Feinstaubatome. Überall erkenne ich die Handschrift der Freimaurerloge. Ich sage heime Labore unter U-Bahn-Schächten. Sie infiltrieren schleichend Regierungskreise von Super Mächten, besetzen weitläufig die Führungsriegen. Noch übersehen leichtgläubige Bürger diese einäugige Pyramide. Doch ich hoffe, dass es meine Spezies versteht. Nur frage ich mich täglich, wie Spezies versteht. Schon gibt's in den Schweizer Bergen Alien-Camps, CNNs Paranoia, aber euer Präsident weiß um deren Existenz. Ich könnt's euch zeigen auf der Handycam, alles hier ist real. Doch ich mach's Handy nicht an, wegen des Satellitensignals. Schon lange ist mein iPhone am Knacken und ich hab keinen Bock auf Waterboarding und Reizstromattacken. Mit grausamen Tasern muss mich aus dem Staub machen stets, bevor sie mir auf die Spur kommen wie Aufnahmetakes. Wie Aufnahmetakes, wie Aufnahmetakes. Unser blauer Planet ist dem Untergang geweiht. Der Plan der Erleuchteten ist jahrhundertlang gereift. Es ist so offensichtlich. Doch die Menschen verschließen die Augen und machen die Schotten dicht wie Grog und Whisky. Doch das Armageddon kommt, so sicher wie die Jahreszeiten. Auf einmal sieht man tote Fische im Atlantik treiben. Sie bespitzeln uns auf Stasi-Weise, sitzen unter Nazi-Zeichen. Unter meterdicken WLAN, dichten Schichten des Antarktikkreises. Gesichter hart wie Platinscheiben, erarbeiten Vor- und Nachteile von Staatspleiten und berichten von Galaxisreisen. Spende der dritten Welt Basmati, reist sogar Preisen. Doch wollen die Erde schon vernichten seit Irakkriegszeiten. Sie glauben, dass niemand sie findet in ihren Verstecken wie der fliegenden Insel am tiefschwarzen Himmel. Und sie beraten, wie man die Industriestaaten mit Chemiewaffen überziehen kann wie Kreditkartenlimits. Erzählen von Irrfahrten zu diversen Planeten, von in fremden Universen verkehrenden gummiähnlichen Wesen, die die Galaxie befahren wie Piraten und von fremden Welten Besitz ergreifen, so wie Parasitenarten. Alle, die was sagen, werden von Mafia-Gs geschlagen und gefoltert, bis sie einknicken wie Karabinerhaken. Oder sie lassen sie von Assassinen jagen, denen sie weismachen, dass sie nach dem Tod das Paradies erwartet. Grenzte Ballerspielszenarien, die Anarchie ist nah. Bald trifft uns laut Satellitendaten ein Asteroidenhagel. Hier wird kein Kollateralschaden vermieden. Sie wollen durch Erderosion die Kontinentalplatten verschieben. Denn ihr Plan ist das Ausradieren von Millionen Leben. Alles im Auftrag eines außerirdischen Zyklopenwesens. Ich bin auf Mission, bewege mich durch eisige Ödnis. In einiger Höhe ein paar kreischende Vögel, peitschende Böen, einsame Strauchgewächse. Mittendrin ist Secret Area militärischer Baukomplexe, wo Army-Kampffahrzeuge fahren, wo Panzerfäuste und Pumpgunläufe aus Palisanderbäumen ragen. Palisadenzäune tragen Warnhinweisschilder, schwenkbare Objektive übertragen Kamerabilder. Ich lieg versteckt hinter Büschen, werfe einen dicken Ast in Richtung selbstauslösender Gatling-Geschütze. Es fallen etliche Schüsse, danach hektische Schritte. Zwei Wachmänner betrachten das Areal mit skeptischen Blicken. Im nächsten Moment lande ich nach einem technisch geschickten Hechtsprung inmitten der beiden, die ihre Techs auf mich richten. Doch bevor mich noch Kugeln umschwirren wie lästige Mücken, kick ich sie mit paar heftigen Tritten in dreckige Pfützen. Und beide versuchen noch im Fallen ihre Messer zu zücken. Doch zwei, drei lästige Griffe und schon brechen Genicke. Am pechschwarzen Himmel kreist eine Roboterdrohne. Ich greif zur Shotgun-Kanone, es bleibt nur Schrott auf dem Boden. Dann fahr ich ran ans Gebäude, versteckt unter der Karosserie eines Panzerfahrzeuges, weil ich kamerascheu bin. Weil ich kamerascheu bin, weil ich kamerascheu bin. Ich seh flackerndes Leuchten, lasse mich fallen, roll mich zur Seite im Innern einer gigantischen Halle voller Wissenschaftler, technische Anzeigen und Monitore, allerlei Gerätschaften und abzweigende Korridore. LEDs verleihen allen einen leicht bläulichen Glanz. Überall sieht man das Symbol des einäugigen Prangen. Ein bleichhäutiger Mann mit zweiläufiger Pumpgun durchquert patrouillierend einen weitläufigen Gang. Ich schleiche mich ran, verpass ihm den Schlag an die Schläfe. Er sackt zusammen und erfährt sein erstes Nahtoderlebnis. Ich nehm die Uniform, betrete
Halle voll Starkstrommagneten und mit Smartphone-Geräten lenkbare Atomraketen. Hier entwickeln sie säurehaltige Beretta-Kugeln, machen an Menschen Testversuche mit der Tesla-Spule, konstruieren hybridartige Cyborg-Menschen mit der Kampfkunst überragendster südostasischer Thai-Box-Champions und dem Aussehen einer brandheißen Japanerin. Ich seh eine mit Kampfschrei und Katana-Klingen angreifen wie Adlerschwingen. Doch als ihr meine Punchlines in die Adern dringen, legt ihr die Schwerter nieder, denn sie wirken wie Formen von einem Erzmagier. Der nächste Raum ist in hellem Rot erleuchtet. Dort liegt ein Wesen mit Elektrodenscheuchen in der Ellenbogenbeuge. Drumherum steht ein Forschertier mit Bohrmaschinen bewaffnet und macht sich an seinem Vorderkiefer zu schaffen. Dann sehe ich nebenan in dichten Nebelschwaden, in grellem Neonlampenlicht, Laserstrahlen blitzen in einem Raum, wo sie Alienarten, die sie mit Nekromantenkünsten in Petrischalen züchten, Chemikalien spritzen, nicht verpassen, säbelzahnbestückten Genmutante mit Elefantenrüssel, per Heliumflasche, Schädelbasisbrüche und dann ist es soweit. Ein Geschöpf kommt reingelaufen, ein gigantisches Antlitz blickt mich an mit nur einem Auge. Er versucht mich zu beschwören, doch ich kann den Bann brechen. Es folgt dreckige Kampf-Action, wie beim Schlammcatchen. Ich ramm ihm Messer in die Handflächen. Zerschmetter seine Kniescheibe, zerschmetter seine Rippen, zerschmetter seine Schienbeine. Gib ihm nach einem Ausfallschritt einen Roundhouse-Kick. Er geht zu Boden, ich steige ein in ein Raumfahrtschiff. Feuer mit Laserkanonen auf das abscheuliche Wesen am Boden. Und dann, es geht hoch, ich vernehme Explosionen. Und noch bevor Ades in die Luft fliegt wie Vogelschwärme, nach dem Schuss eines Schrotgewehres schafft er die Flucht in die Chronosphäre. Flucht in die Chronosphäre. Ich steh zwischen großen Bergen auf nem Felsvorsprung, blick auf eine zusammenbrechende Weltordnung. Ich kam grad noch weg schon. Beginnt in jedem Winkel der Welt da draußen das Armageddon. Irgendwo aus der Bosporus-Passage schwadronieren marodierende Roboter-Soldaten und stark mutierte Komodo-Varane mit Oktopus-Tentakeln in das Staatsgebiet des naheliegenden Kosovo-Albaniens. Charismatische NATO-Ratsmitglieder stehen unter Zwang des Wunderklangs. Asiatischer Stradivari-Spieler, patriarchische Nazi-Staatenführer attackieren Stalingrad mit martialischen Kamikaze-Fliegern. Radikal-islamische Partisanenkrieger brennen den Vatikan und zentraleurasische Kathedralen nieder. Kroatische Drogenkartelle bekriegen Dromedarfälle, tragende botswanische Nomadenstämme. Erste Cholera-Fälle erreichen verbreitet durch Tomaten mit Kolibakterien wohlhabende Nobelpaläste. Ich steh in Sachen Schurken zum Mond jagen an oberster Stelle und doch auf aus einer hochragenden Ozeanwelle der südpazifischen Tiefsee fliegt mit Dynamit, abschieße den Düsenfliegern über die Pyramiden von Gizeh. Übertriebene Kriegsszene, ich schieß mit Plasmakanonen und Pumpgun-Patronen so groß wie Wassermelonen auf Kampfbataillone und inmitten umherfliegender Uzi-Salven-Cruise-Missiles auf Panzerschwadronen. Es gibt noch andere Rebellen, ich suche nach ihnen in U-Bahn-Linien vom Ruhrgebiet bis zur Ukraine. Errichte ein Camp in den Gewölben einer Burgruine, entwickle im Untergrund eine Submarine-Flugmaschine, mit der ich die Welt überflieg wie Buchkapitel und mich von jetzt auf gleich in Luft auflöse wie Rußpartikel. Und dann finde ich ihn in der pompösen Hollywood-Villa in Gestalt eines monströsen Zombie-Gorillas mit einem Auge und mach diesmal kurzen Prozess. Er taumelt, als in seinem Auge ein Wurfmesser steckt. Und ich glaube an Lava, also ramme ich einen angespitzten Baumstamm dicken Pfahl in das Auge des Dajjal und der liegt wie ein Tierkadaver da. Die Welt ist noch nicht gerettet, aber der Widerstand erstarkt. Aber der Widerstand erstarkt.